So, liebe Freunde des gepflegten Smalltalks, wir sind heute bei Yamaha Team Gärtner, neben mir Matthias G. himself. Und wir machen heute eine kleine Zahlenkunde. Ja, Zahlenkunde, ihr werdet gleich verstehen, warum. Hallo erstmal Matthias. Ja, hallo, Grüße. Matthias, wir sitzen hier vor einer Maschine, ich verrate es mal schnell, die neue Yamaha MT-09. Du sagst mir zwei Sachen dazu und dann stelle ich dir zwei Fangfragen, okay? Okay, also Gewicht 188 Kilo, drei Zylinder. Das waren zwei Sachen, da man ist gut. Yamaha hat ja mal eine MT-01 gebaut und dann gab es eine MT-03. Da hat man schon gedacht, naja, kann passieren, hat sich einer auf der Tastatur verdrückt. Jetzt gibt es eine MT-09, können die Japsen kein Deutsch? Ja, es war eine Weile Ruhe gewesen um die MT-Serie und als man den Dreizylinder vorstellte, wusste man noch nicht, was baut Yamaha für ein Motorrad drumherum. Als dann hieß, es wird eine MT, waren wir erstmal überrascht, aber Yamaha hat es erklärt, die MT hat einen hohen Stellenwert in Europa, die Fahrzeuge sind extrem gut im Wiederverkaufswert, haben ein tolles Image, waren gut verarbeitet und MT-03 und MT-01 waren eigentlich Fahrzeuge, die sich von selbst verkauft haben und das hat man jetzt wieder aufgegriffen und ein super Motorrad gebaut, ein Dreizylinder, ein unheimlich leichtes Motorrad, Aluminiumrahmen, Schwinge, alles vom Feinsten und da sind wir echt begeistert und die Nachfrage ist groß nach so einem Motorrad, weil es eben auch was Eigenständiges ist vom Design. Ja. Die MT-03, glaube ich, hat man ja gesagt, der Sound wurde engineert, angelehnt an irgendwelche japanischen Trommeln oder so, ja? Und dieser Dreizylinder, ich sage mal, bei Dreizylindern läuft einer hinterher, ja? Einer ist der Gearschte, aber es gibt Fans davon, auch auf der Insel, wo es nie regnet, gibt es ja Motorräder, wo die einen Zylinder vergessen. Nee, Mann, bist du eigentlich auch im Motorsport so ein bisschen aktiv oder fährst du selber mal irgendwo auf einer Rennstrecke rum und probierst das Ding da mal aus oder wie machst du das? Ja, Rennstrecke direkt eigentlich nicht, aber wir machen eigene Touren mit unseren Kunden. Wir fahren, jedes Jahr haben wir ein Programm, wir fahren in der Alpen in der Woche mit den Kunden, wir machen eine Dreitagestour, wir machen Abendausfahrten. Unsere Verkäuferin fährt selber Motorrad, die macht eine Lady-Tour nur für Frauen. Also wir haben verschiedene Veranstaltungen das ganze Jahr über und fahren selber alle aktiv Motorrad, ja. Und was wir jetzt nach diesem Interview machen, wir rufen jetzt in Japan City an, in Yamaha County und fragen, ob die MT-04 bis MT-08 nach China verkauft wurde. Ja? Ich habe da so eine Vermutung. Alles klar, ich danke dir. Oh, jetzt hat er was verraten. Die MT-07 kommt im März. Alles klar, fehlen immer noch fünf Zahlen. Scheißegal. Wir sehen uns später. Danke, Matthias. Ja.